So, liebe Freunde, für euch heute Abend mit dabei aus Neuwürzlitz Pro Life! Die Urheber dieses heutigen Bildungsauftrages waren in den 90ern schon leicht dem Tamagotchi-Alter entwachsen. Trotzdem schütteten sie gedankenlos für 92 Pfennig einfach den Ritterdiesel in ihre Wagen. Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für unseren Elfermann. Seine Tollität, Prinz Felix!
Ja, wie drücke ich das jetzt aus? Ich sag's mal so, im richtigen Business. Jetzt sag ich's so. Liebe Freunde, verneigt euch ehrfürchtig vor ihrer unendlichen Lieblichkeit, Prinzessin Nadine. Seite regiert seine absolute Autorität Prinz Marcel. Und nun natürlich, ihr alle hier unten im Saal wisst, was nun folgt. Nun werden alle drei Prinzenpaare für euch die Kussfreiheit eröffnen. Ich weiß nicht, ob bei Nelly und Finn jemand die Hand dazwischen halten möchte. Küsst euch einfach, das wird schon quasi. Und ich hoffe, dass Jugendamt schon dann nachher auf der Matte steht. Das gilt natürlich auch für die Oberölwitzer Regentschaft. So was macht ihr doch auch, ja, mit Küssen so, ne? Wie lange dauert das in der Regel bei euch? Also nicht in der Regel, im Regelfall. Na gut, bei uns ist es so, ihr müsst euch im Prinzip ja nur so lange küssen, bis einer bis 10 gezählt hat. Das geht bei 1 los, ich zähle das mal ein. So, los geht's. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Ja, was? Und 9 und 8 und 7 und 10. 10, hallo 10. Ich erkläre die Kussfreiheit für eröffnet, aber liebe Freunde, der Kampf gültet nur bis Aschermittwoch. Und auf euch und auf die Kussfreiheit ein dreifach Donner OTV! Ja! Was nützt? Ja! OTV! Ja! Und nun, liebe Freunde, habt euch unter, denn jetzt wird erstmal richtig geschunken. Das war durch die Ehre rinnt bei mir, steht das Leben.
ist rechts vor zurück. Das macht Spaß, das bringt links, rechts vor zurück. Das ist der ganze Weg. Links, rechts vor zurück. Das macht Spaß, das bringt links, rechts vor zurück. Das ist der ganze Weg. Stoßt mit uns gemeinsam an auf diesen wundervollen Abend. 2, 3, 4, 5! Ich bitte nun das Prinzenpaar auf den ihnen zustehenden Thron, die Kleinen natürlich auch und das Prinzenpaar aus Oberholsnitz zurück in die eigenen Reihen. Zu viel Platz ist nämlich auf unserem Thron leider nicht. Und natürlich sollte auch der Elfenrat bei dieser Gelegenheit gleich mit sich in Bewegung setzen, die müden Knochen auf die Kabinettsstühle zu platzieren, weil ihr